Ich muss aber eins sagen, gerichtet an unsere Regierung, auch an die Landesregierung hier in Rheinland-Pfalz, ich habe überhaupt keine Angst. Denn das, was diese Menschen hier machen, solange wie ihr hier durchgehalten habt, solange wie wir seit 2 Jahren durchhalten, können sie versuchen, was sie wollen. Sie werden uns nicht unterkriegen. Und ihr seid unglaublich. Weil das, was hier in diesem Land passiert oder das, was in diesem Land nicht passiert, das ist euch zu verdanken. Hier stehen jetzt viele Leute auf der Bühne und sagen viel, aber es seid ihr diejenigen, die diesen ganzen Winter durchgehalten haben, jeden Montag spazieren gegangen sind, in vielen Städten jeden Tag spazieren gegangen sind. Und ich habe von einem Bereitschaftspolizisten aus Rostock vor 2 Wochen erfahren, den habe ich getroffen, da haben wir was getrunken, haben zusammen geredet und er hat gesagt, das hätte keine Woche mehr gedauert und es wäre alles zusammengebrochen, weil die Polizei konnte nicht mehr. Wir hätten gesehen, dass bei den ganzen Demonstrationen keine Polizisten mehr dabei gewesen wären. Die wären einfach zu Hause geblieben, weil wir einfach so viele Menschen waren, die auf der Straße waren, weil so viele Menschen unterwegs waren und dieser Staat musste im Prinzip erstmal diese Lockerungen machen, weil wenn die nicht gekommen wären, wäre es offensichtlich gewesen, wie stark wir sind. Diese Stärke sieht man ja auch heute hier. Die haben gehofft, wenn wir die Lockerungen machen, dann hört das Ganze auf. Aber es ist ja jetzt heute auch oft genug gesagt worden, die einrichtungsbezogene besteht immer noch. Und solange irgendjemand in diesem Land auch das Wort nicht nur in den Mund nimmt, werden wir auf die Straße gehen, werden demonstrieren und werden da nicht mitmachen. Aber es geht noch viel weiter. Denn das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, müssen wir mehr und mehr in politische Forderungen ummünzen. Wir müssen, Willy Brandt hat es einmal gesagt, mehr Demokratie wagen. Ich würde es etwas umformulieren, wir müssen überhaupt einmal Demokratie wagen in diesem Land. Und das bedeutet, dass die Menschen in diesem Land an den wesentlichen Entscheidungen mehr beteiligt sein müssen. Und das ist unsere Aufgabe. Dafür gehen wir auf die Straße. Dafür werden wir in diesem Sommer sicherlich sehr viele Camps machen, sehr viele Veranstaltungen machen. Unabhängig davon, ob man nun den Angriffskrieg der Russen oder den Krieg der Ukrainer sieht. Auch hier ist es so, es sind so viele Milliarden gehen auf einmal da rein, dass dieser Krieg fortgesetzt wird. Es wird Geld dafür ausgegeben, einen Krieg fortzusetzen, an dem Menschen sterben. Und hier in diesem Lande müssen Rentner Pfand sammeln, müssen Menschen sehen, wie sie zurechtkommen, können die Energie nicht mehr bezahlen. Denen wird gesagt, ihr müsst dann halt bei 15 Grad frieren. Das geht nicht. Es ist ein völliges Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht können wir nur dann besiegen, wenn wir mehr Demokratie schaffen. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir dafür sorgen, dass wir mehr mitzureden haben. Und das heißt, ich wünsche mir, dass ihr euch alle mehr beteiligt, dass ihr alle mehr auch versucht, selber politische Ämter zu übernehmen und zu sagen, wir ändern hier was von unten nach oben, dass wir natürlich weiter Demonstrationen machen, dass ihr Infoflyer macht und verteilt, dass ihr eigene Kanäle aufmacht bei YouTube und sonst was. Ihr alle habt was zu sagen, ihr alle seid besondere Menschen. Lasst uns gemeinsam diese Welt eine bessere machen und dafür zu sorgen, dass die ganzen Kriegstreiber, die derzeit nur ihre kapitalistischen Ideen verfolgen, dass die endlich wegkommen und eine echte Demokratie überall auf der Welt installiert wird. Und gebt nicht auf, wir haben gerade hinter der Bühne viel darüber gesprochen, es wird nicht so sein, dass ihr irgendjemandem was erzählt und sagt, hier, Mensch, das Geld, was die bekommen haben, damit hätten wir doch den Hunger lösen können. Dann wird ihr nicht derjenige sofort sagen, ah ja, stimmt, aber wir setzen die Saat. Das heißt, wir sehen langsam Sachen aus und die Leute fangen an, sich dafür zu interessieren. Ihr guckt euch vielleicht mal eure eigene Geschichte an. Wann habt ihr angefangen, kritisch zu sein? Wann habt ihr angefangen, Dinge zu hinterfragen? Und das gilt für die anderen auch. Die anderen sind genauso bereit, Dinge zu hinterfragen, wie ihr es irgendwann wart. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder diese Botschaften weitergeben und darum seid ihr so wichtig. Ihr seid die Multiplikatoren und es ist unglaublich wichtig, wo ihr seid, im Sportverein, bei der Arbeit, in der Schule, am Kita, auf der Straße, im Café, egal wo ihr seid. Erzählt die Dinge, die ihr wisst, sagt das den Leuten und es wird etwas hängen bleiben. Sie werden irgendwann anfangen, sich dafür zu interessieren. Ich habe es gerade gehört, in meiner Heimatstadt Osterode hat ein Arzt, der ist jetzt nach draußen gekommen und hat gesagt, die vierte werde ich nicht mehr geben. Ich habe das gemacht bisher. Es tut mir leid, dass ich Menschen
habe. Es tut mir leid, dass ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe jetzt erst verstanden, was für ein Gift ich den Menschen überhaupt gebe, und ich werde es nicht weiter tun. Auch bei dem hat es gedauert, aber er hat es irgendwann gemacht. Und es ist unsere Aufgabe, diese Botschaft immer weiterzugeben. Und jetzt werden wir diese Botschaft durch Landau tragen. Wir werden gemeinsam durch Landau einen Spaziergang machen, dass die Menschen in Landau sehen, wir sind viele, wir sind immer noch da, wir sind laut, und wir werden nicht aufhören, ehe wir eine bessere Gesellschaft haben, ehe wir eine echte Demokratie haben und ehe die Menschen mitgenommen werden auf dem Weg der Entscheidungen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und wir geben nicht auf, wir machen weiter.